SDF bezahlt uns. Zahlen wir etwas zurück. Was geht ab, ihr geilen Clubschis? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von der Infinite Warfare Beta. Ich spiele hier diesmal auf Terminal, denn es ist das zweite Wochenende jetzt gestartet. Und dann nehme ich natürlich direkt für euch auf. Eigentlich könnte ich heute auch schon Battlefield 1 spielen, das wollte ich eigentlich auch erst aufnehmen. Zumindest Multiplayer ein bisschen. Sorry, hatte ich gestern Nacht schon ein bisschen gespielt, aber die Server sind irgendwie down. Überrascht mich nicht. Ja, wir spielen Terminal, neu erfunden hier für Infinite Warfare. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick gefällt mir das schon sehr. Okay, das haben die zugemacht. Normalerweise waren da ja Fenster. Da muss ich mich dann erstmal dran gewöhnen, dass da dicht ist. Denn ich kenne die Map halt von Modern Warfare 2 und von Modern Warfare 3. Da waren da halt Fenster. Und falls ihr euch wundert, was das hier für ein Spielmodus ist, das ist Front heißt der. Das ist quasi Team Deathmatch, würde ich sagen. Ein bisschen in Mischung mit Herrschaft. Es gibt zwei Hälften. Jeweils geht es halt bis 100, dass man halt am Ende 200 hat. Und es zählen nur Kills, also wirklich reines Team Deathmatch. Aber halt mit einer kleinen Veränderung, man spawnt immer nur in seiner eigenen Base. Und da drin kann man dann auch nicht angegriffen werden. Also ich weiß nicht, ob man da drin gar keinen Damage kriegt. Oder es wird halt irgendwie so eine Panzerung angezeigt. Aber ich weiß nicht, ob die irgendwann kaputt geht oder ob die ewig bleibt. Das weiß ich leider nicht. Das werden wir vielleicht noch herausfinden. Ja, oh scheiße. Da hat man gerade gesehen, die kleinen roten Kreise, das war die Base von den anderen. Und da kann man die halt, ich weiß nicht, entweder gar nicht töten oder nur schwach. Dass man da vielleicht sogar kleine, wie heißen die nochmal? Grabenkämpfe? Nein, Stellungskriege. Das habe ich gesucht. Dass man da so kleine Stellungskriege drin hat, weil man halt den Gegner da nicht wegkriegt. Dass sie sich daraus wieder aufbauen können. Bis jetzt habe ich da noch nicht viel irgendwie so mitgekriegt. Also man kann auf jeden Fall in die gegnerische Base rein. Ich habe vorhin schon eine Runde gespielt. In die gegnerische Base. Ah, okay, man kann die wirklich da drin töten. Krank. Das ging jetzt sogar relativ fix. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, also man ist da nicht ganz safe, aber man hat da eine Panzerung, die einen das halt ein bisschen erleichtert. Alles, Alter, wie sieht das aus? Sieht voll krank aus. Boah, und da hinten die Erde. Alter, das kann echt einiges. Ich finde die Map hammergeil, muss ich sagen. Die sieht richtig nice aus. Dann kann man hier ran. Ah, schade. Ich dachte, ich kann an den B springen. Das wäre noch nice gewesen. So, Hallöchen. Also, wie der tatsächliche Wert dann von der Basis ist, das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe bis jetzt halt erst eine Runde gespielt, das ist jetzt meine zweite. Also, wie das dann im Spielverlauf sich auswirkt, wenn jemand in die gegnerische Base gedrungen ist, die Gegner halt so weit zurückgedrängt hat, ob die sich daraus dann wieder besser freikämpfen können, dass das dann irgendwann wechselt oder wie das da aussieht, ich weiß es noch nicht. Komm, wir nehmen mal hier die Sniper mit. What the fuck? Bam, Junge! Ach, das ist die Widowmaker, ne? Das ist so eine Zweischuss-Sniper. Bam, Junge! Oh, fuck, Alter. was sie auf jeden Fall ändern müssen, ist unten der Schriftzug bei den gelben Balken. Panzerung. Und dann da unter das G. Das sieht einfach so scheiße aus. Also, das in eine Reihe wäre schon schön. Würde ich besser finden. So, dann holen wir mal unseren kleinen Kumpel hier raus. Mal gucken. Alter, okay. Mit der Ulti kriegst du den dann nicht so gleich weg. Lol, der hat nicht mal seine Panzerung verloren. Holy Schnitzelgesicht, Alter. Moment mal, ich renne die ganze Zeit links rum. Ich renne jetzt mal rechts rum.
um euch hier ein bisschen die Map zu zeigen. Da erstmal schön Europa. Richtig schön. Wir können uns hier ja mal ein bisschen was angucken. Mal, warum nicht? Okay, dann kann man hier reinspringen. Da hat man hier das damals Flugzeug. Jetzt ist es ein Raumschiff. Ah, und die Stühle, die würden dann halt so dahin ziehen. Nice. Sieht gut aus. Aber die Sitze fehlen. Da hätte ich gerne noch die Sitze drin gehabt. Ich weiß zwar nicht, wie sie das denn planen für Suchen und Zerstören. Weil da waren die Sitze ziemlich entscheidend, muss ich sagen. Weil man sich da halt gut verstecken konnte. Also da waren die dann schon, je nachdem, okay, hier ist auch keine Leiter mehr. Sondern einfach eine Rampe. Ja, okay, aber Leitern braucht man ja eh nicht, man hat ja ein Jetpack, ne? Oh. Entschuldigung, habe ich ihn übersehen. So, jetzt leuchte ich so gelb, bin so gelb umrandet. Das liegt daran, dass ich in der gegnerischen Base drin bin, dann wird man so markiert. Ich fick die hier jetzt aber einfach alle weg. Nein, scheiße. Also, die sehen einen dann halt durch die Wände und wissen dann halt, wo du bist. Was eigentlich auch ganz gut ist. Ah, okay, hier kommt man dann so hoch. Hier haben sie auch die Leiter weggemacht. Aber, ja, Leitern braucht man halt nicht. Man hat ein Jetpack. Von daher passt das. So, der ist weg. Also es kann hier so, wie man sie auch, oder beziehungsweise wie ich sie kenne, aus Battlefield 3 oder auch Battlefield 4, Operation Metro. Ich weiß nicht, wer das gezockt hat. Ich habe Operation Metro eigentlich fast 24/7 gezockt, wenn ich Battlefield gezockt habe. Weil ich die Map einfach so mega geil fand. Ich bin sowieso mehr ein Fan eigentlich von Close Quarter Battles, also wo alles schön eng ist. Und nicht so der typische Battlefield-Spieler. Aber auch Fahrzeuge damit zu fahren, macht auch mal Spaß. Aber ich bin mehr hier COD, enge Räume, alles wegbashen, was geht. Aber auch Battlefield, auch da habe ich meinen Spaß. Von daher, jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Oh, scheiße. Das wäre ja nice gewesen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas mit Close Quarter Battles und Jesus ist auch mal geil und keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Ich hab's eiskalt vergessen. Ich hab's verloren. Ich hab keine Ahnung, was ich so labern wollte. Muss ich mir mal in der Aufnahme angucken, was ich da sagen wollte. Und dass sie hier die Fenster zugemacht haben, bis auf das, das hat später in den einen oder anderen Spielmodus, zum Beispiel Suchen und Zerstören, denke ich auch eine entscheidende Rolle. Ich wollte schon sagen, Alter. Feindliche Drohne in eurer Nähe. Alter, damit kriegst du die einfach gar nicht weg. Einfach überhaupt nicht. Holy shit, einfach nur. Fuck. Kann man da ranspringen? Kann man. Ja. Dann hier hoch? Ja. Und dann hier rauf. Und dann da oben hoch. Ja! Nice. Finde ich gut. Hoppala. Ey, Dude, wo bist du hin? Dubi-dubi-dude. Ich glaube, der ist weg. Komm, ich brauche noch einen, dann habe ich den Goldstatus erreicht. Nein!
Ich brauche nur noch einen Kill, jetzt lass mich. Hoppala. Ich habe die Scheiben demoliert. Ich bin immer noch am Überlegen, was ich sagen wollte. Wegen Close Quarter Battles. Ich hatte irgendwas mit Battlefield gesagt und dann war's das. So, mein Goldstatus habe ich erreicht, so soll's sein. So, Drohne raus. Nein, da hätte ich nicht gehen sollen. Oh, 27-16. Ja. Also, von den Runden, die ich als erstes hatte, die ich aufgenommen habe, also alle Runden, die ihr bis jetzt gesehen habt, waren halt wirklich meine ersten Runden. Dazwischen hatte ich nichts gespielt. Und mittlerweile läuft es richtig gut. Also, ich kann mich nicht mehr beschweren. Ich krieg meine Kills. Ja, was halt auch ein bisschen fehlt, sind die KDs. 27-16 ist eigentlich relativ in Ordnung, 1,69. Aber die Punkteserien erreiche ich halt leider noch nicht so. Aber das kriegen wir noch hin. Ja. Bäh. Dann haben wir jetzt die neue Map gesehen, Terminal, die einmal überarbeitet wurde für Infinite Warfare. Und wir haben den neuen Spielmodus gesehen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Was ich aber noch anmerken muss, was ich schade finde, sie haben nichts Neues reingebracht. Also halt die Map, den neuen Spielmodus, aber keine neuen Waffen. Ich hätte lieber noch gehabt hier. So ein paar, was man noch ausprobieren kann. Da hätte natürlich auch am Anfang hätten sie einfach weniger rausbringen sollen. Keine Ahnung, dass man Zugang zu zwei oder drei Sturmgewehren hat und dass man halt in der zweiten Phase das dann halt erweitert. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Das Wochenende ist ja noch ein bisschen, ob die da noch ein, zwei Waffen reinbringen. Wo ich Bock drauf hätte, wenn sie hier, klassische Waffen, wenn sie davon mal ein bisschen was reinbringen würden. Wenn man schon so eine langt ja schon, aber wenn man da mal so ein bisschen rumprobieren kann, was man da so gerne spielt, da freue ich mich drauf. Was ich ein bisschen komisch finde, man kann Vordergriff auf die UMP packen, die bereits den Vordergriff hat. Das ist irgendwie, hey, gut, aber ich verabschiede mich, haut rein, tschüss.